Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute am Sonntag, den 3. Februar 2019 bei Lükex TV zu unserer aktuellen Sondersendung Die Frostperiode hält an. Reicht das Gas noch für unsere Heizungen? Die angekündigte Front mit polarer Kaltluft hält Nordeuropa weiterhin in eisigem Griff. In Süddeutschland sind in der vergangenen Nacht die Temperaturen weiter gefallen. In ländlichen Gebieten auf unter minus 25 Grad. Gerade jetzt zeichnet sich eine drohende Einschränkung der Gasversorgung ab. Die Füllstände der Erdgasspeicher sind mittlerweile erheblich gesunken. Die Erdgasunternehmen sind in Deutschland gesetzlich verpflichtet, die Gasversorgung sicherzustellen. In der aktuellen Krise kommt dabei besonders dem Begriff des geschützten Kunden eine entscheidende Bedeutung zu. Das Bundeswirtschaftsministerium hat am 30. Januar die Frühwarnstufe als erste Eskalationsstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Das Krisenteam Gas ist eingesetzt. Eine sichere Gasversorgung ist für die deutsche Wirtschaft und Industrie äußerst bedeutend, für manche sogar existenziell. Dies betrifft nicht nur Chemiewerke und Aluminiumhütten. Auch im Bereich der Nahrungs- und Futtermittelindustrie ist Gas einer der Hauptenergieträger. Vor allem milchverarbeitende Betriebe und die Großbäckereien sind auf Erdgasversorgung angewiesen. Die Gasmangellage ist bei uns weiterhin in Baden-Württemberg kritisch und wir sind dort angespannt. Wir haben von Seiten des Innenministeriums bereits Vorbereitungen getroffen, um auch bei Extremlagen und Extrementwicklungen reagieren zu können. Die derzeit äußerst angespannte Lage auf dem Gasmarkt könnte auch einschneidende Folgen für die Versorgung der Bevölkerung und unser Gemeinwesen in Bayern haben. Ist die Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler aktiv? Durch hoheitliche Lastverteilung soll sie den lebenswichtigen Bedarf an Erdgas sicherstellen und die Auswirkungen der Mangellage auf die Bevölkerung möglichst gering halten. Lükex TV wird Sie weiter auf dem aktuellen Stand halten.